Erst denke beim Blattsalat den schnellsten Schlagzeilen am Morgen. Wir machen es heute ganz kurz, weil das politische Federballspiel in Rom geht weiter und die Federbälle seien leichter und verwirrter denn je. Und ein guter Aufschlag, die neue Delta-Kron-Variante ist im Anmarsch. Und sie ist einmal nur schlimmer als jeglich bisher bekannte. Aber darüber werden wir sicherlich mehr in den nächsten Tagen erfahren, weil bis jetzt gibt es ungefähr 25 Infizierte und Cell ist zu wenig, um Panik zu machen. Aber die Panik kommt bestimmt. Und in letzter Minute, die Schüler dürfen mit FFP2-Maske trotzdem in die Schule fahren, aber aufgepasst, leih in die Schule und leih in die Schule. Sollten Sie nachmittags irgendeinen Sportunterricht haben und irgendwo hin müssen oder einen Musikunterricht, na, soll ich nicht erlaubt, ausgenommen, Sie fahren in die Schule und das gilt natürlich leih für die Schüler und für die öffentlichen Verkehrsmittel. Für alle anderen Menschen, die nicht irgendwie in Besitz von einem Pix und einem anderen Pix und dann nur einen anderen Pix sein, für die gelten heute ganz strenge Regelungen und darauf ist man stolz und das hält das öffentliche Leben in Gang, zumindest im Großteil von Italien. Und in anderen Europa tut man noch ein bisschen diskutieren. Im restlichen Italien ist absolutes Chaos, was der Beginn der Schule betrifft. Ein paar bleiben daheim, ein paar kommen in die Schule. Und also die autonomen Provinzen, die sind gilt, für Simon gilt es mit den Schülern und auch für ein paar Inseln vor Venedig. Derweil rüsten sich alle, wie gut es ihm geht und dass neue Stationen eingerichtet werden, damit man die über 50-Jährigen impft, die ja, Achtung, es heißt zwar bis 15. Februar, aber effektiv impfen lassen müssen sie sich bis 31. Jänner, weil damit sie ab 15. Februar nachher wirklich einsatzbereit sein. Und alle anderen werden heimgeschickt, weil es gibt sowieso nur Arbeiter und alle Betriebe sind Vollverarbeiter und sie wissen ja nicht mehr wohin. Und da so ist es auch in die Krankenhäuser und in die Sozialeinrichtungen, die Altersheime. Aber das sind Themen, die sind wirklich so alt, dass sie uns nicht wirklich interessieren. Und ja, kommen wir einfach kurz zu den Schlagzeilen von die Tageszeitung. Fangen wir heute mit der Tageszeitung Alto Adige. Da geht es auf der Titelseite um einen mysteriösen Anschlag auf dem Bahnhof in Bozen. Da sind scheinbar Kabel von einer Schaltanlage durchgeschnitten worden und natürlich untersucht da die Polizei. Dann geht es um Studenti sui Bus, Bastala FFP2, der Bildaufmacher, des tragischen Unfall von einem Unternehmer als Proveis, nach im Innental Figliuoli und von Figliuoli habe ich auch so ein super Bild gefunden. Das kennt ihr ja im Figliuoli, der Impfgeneral. Und er ist praktisch so die charismatische Person schlechthin. Schau gleich das einmal an. Ups, wo ist er denn jetzt? Jetzt ist da, sind die Dinge verrutscht, ist gleich. Vielleicht so, er präsentiert sich mit einer schönen Statistik, wie viele geimpft, aber imposant ist einfach, wie ein Impfgeneral die Impfkampagne organisiert und kontrolliert. Und totale Ciclo vaccinale, persone che hanno completato il ciclo vaccinale 46.533.000, das sind 86,6% und dann macht man auch noch so ein Theater. Aber das wird mit der Delta-Kron-Variante ganz, ganz anders. Gehen wir weiter. Si torna sui banchi con lo spettro delle regioni spaccate, dass die Quarantäneregeln sich ein bisschen ändern und warum kann es wieder
wieder gehen, natürlich um die Wohl von Staatspräsident. Aus gut unterrichteten Kreisen munkelt man, dass der Draghi, der Super Mario, du bist der Boss, die voll hat, weil er hält das einfach nicht mehr aus mit dem politischen Pöbel, da wo man dann diskutieren muss. Und man munkelt, dass er überhaupt alles lassen soll. Aber wie gesagt, den hält es nur Munkeleien. Und derweil sucht man verzweifelt noch einen neuen Staatspräsidenten. Und bitte, bitte, bitte bring irgendeine Frau, weil wenn die Männer nicht instand sind, zieh irgendwo eine Frau aus, ganz egal welche. Wichtig ist, dass es eine Frau ist. Und von mir aus gesehen ist das irgendwie eine Diskriminierung von der Frau schlechthin, weil wenn ich sage, einfach irgendeine Frau als Staatspräsidentin, ja mein Gott, nachher wird es so tragisch nicht sein. Und der Herr Berlusconi ist allem nur in Rennen, der gestylte und gesmeilte und was tut man da, gebotoxte und er hat eine schöne Frisur. Er ist im Rennen und er ist ein politisches Stehaufmännchen und hat in so einem Bananenstaat wie Italien eine Karriere par excellence gemacht. Und wie gesagt, mir ist ein ehrlicher Mafioso lieber als ein Politiker. Nein. Moment. Ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, der Herr Berlusconi ist nun ganz fest im Rennen zum Staatspräsident. Und der Salvini, ich meine, eben das sind so noch Politiker, wahrscheinlich mit wo der Herr Draghi einfach nicht ein will. Die kommen da mit Problemen. Die berühren ihn einfach nicht. Er hat eine andere Klaviatur. Seine Noten liegen beim Geld, nicht in der politischen Intonation, in die politischen Sinfonien, die man da spielen will und mitspielt. Und deswegen möchte Salvini zwar, dass er Ministerpräsident bleibt, weil sonst, ja, ist gleich. Auf jeden Fall ist es einfach ein Theater. Nachher ein bisschen über das, der 17-Jährige, der da ermordet worden ist, aber das, auf das gehen wir absolut in Stazione Schistiche aperte, ma con regole diverse, das haben wir auch schon gesagt, aber wobei man bei den Skistationen und bei den Skigebieten umeinander diskutiert, welche Regeln sie einhalten müssen und ob überhaupt es können, derweil fressen sie die Energiekosten auf, weil natürlich ist auch für die Skigebiete die Strom, sind die Stromkosten gestiegen und jeder kann sich vorstellen, was das bedeutet, wenn plötzlich 50 bzw. 60% mehr Stromkosten anfallen. Und im Innental, Studenti sui Bus, deroga del Governo in Alto Adige, basta per ora la FFP2. Achtung, das gilt aber leider bis zum 10. Februar. Nachher schaut es wieder ganz anders aus. Aber derweil sind ja vielleicht schon Semesterferien und dann ist das alles nicht mehr so schlimm. Und dann mysteriöse Sabotage in Stazione. Ja, das war eigentlich schon ganz schnell vom Alto Adige. Die Dolomiten macht auf Tragödie in Naz. Bub, 2 Jahre stirbt nach Unfall im Schwimmbecken. Der Bildaufmacher, das Virus schlägt voll zu. Neuer Rekord bei Inzidenz. Ja, das ist einfach langweilig und einfach, das geht einem sowas von auf die Nerven. Wobei mir schon weiß, dass es zwar, dass die Infektionen größer seien, die Gefahr ist aber viel, viel weniger, die Kranken seien viel weniger. Lassen wir es einfach, die Geschichte wird weiter erzählt. Und wie ich gesagt habe, die Federballschläge und die Federballspiele nehmen kein Ende. Nachher Dolomiten aufmachen, Gentiloni könnte Draghi als Premier ersetzen. Der Gentiloni ist momentan in Europa oben zuständig fürs Geld. Und das war natürlich ein guter Coup, weil so waren die Millionenschulden, die der Draghi noch Europa geschoben hat, also im Haushaltsgesetz, waren natürlich gut aufgehebt, aber das ist halt einer von den vielen Nomen, die kursieren. Und da werden die Linken und die Mitte und die Renzianer und die Cinque Stellianer werden da nur lang umeinander machen.
damit das wirklich nicht so sein wird oder anders sein wird. Inselbewohner entgehen Zwangsexil. Ein schönes Bild von Impfgeneral, wo man eben die Ausnahmeregelung für Südtirol und für die autonomen Provinzen und für die Inselbewohner durchgeboxt hat in letzter Minute. Mindestens 164 Tote bei Protesten in Kasachstan. Ja, das ist ja 164 Tote mit einem so einem wirklich freien Schießbefehl wie in einer Schießhalle auf Tontauben. Das ist jetzt nicht so schlimm, 164. Oder trotzdem? Oder wo ist jetzt das? Oder wie so wird da? Oder wer ist da vorhanden? Nein. Nachher ein Bundeskanzler mit Corona, also der dreifach geimpfte österreichische Bundeskanzler hat trotzdem Corona. Natürlich, Bundeskanzler kann, obwohl er dreimal geimpft ist, Corona kriegen. Geimpft, genesen oder kein Zutritt. Die neuen Regeln. Schülertransport, Aufschub in letzter Minute. Schule, Neustart ins Ungewisse. Nein, das sind Panikmeldungen. Das ist alles klar, die Schüler gehen in die Schule und die Quarantäneregelungen sind klar. Zumindest teilweise Aninfizierte, Quarantäne, zwei Infizierte, mit Test, ohne Test, ist gleich. Wichtig ist, dass die Schule einmal anfängt. Virus grassiert wie nie zuvor. Achtung, passt auf, wenn es rausgeht, der Virus schlägt in die Knie. Augen auf bei Neuerungen und Teuerungen. Haben wir alles schon gehabt. Die Teuerungen, die auf uns zukommen, die schultern wir locker. Das war es auch schon ganz schnell. Die Titelseiten von den italienischen Zeitungen machen hauptsächlich mit dem Chaos zum Schulbeginn auf. Und es ist eigentlich keine Titelseite für die Italiener, die nicht mit dem Thema irgendwo die Schlagzeile platzieren. Und das zeigt eigentlich schon, wie spannend das ist. Außer der Domani, die bringen eine potenzielle Kandidatin für das StaatspräsidentInnenamt wieder zum Vorschein. Und wie gesagt, bitte bringt irgendeine Frau, wir haben Staatspräsidenten wollen. Gut. Das war eigentlich schon Scuola e Rientro. Scatta la prova del fuoco. Ja, wie gesagt, großenteils geht es einfach darum. Und Il Giornale, hell ist vielleicht interessant, heim geht es wirklich wieder nochmal ums Bargeld. Und das, was eigentlich vielleicht anschauen sollen, die deutschen Tageszeitungen, selben ist es eigentlich unterschiedlich. Ich sage ein klein, apropos, was ich vergessen habe. Der Super Mario hat heute um 6 Uhr eine Pressekonferenz und dann wird er definitiv und genau und im Detail erklären, was alles los ist. Derweil versucht man natürlich in Deutschland die Impfpflicht durchzuboxen, obwohl die Verfechter von der Impfpflicht werden alle schwächer und sie sehen es, dass es also zu einfach ist. Und die erste wirkliche Bewährungsprobe für die Ampelregierung, die wird eine totale oder ist schon eine totale Bauchlandung. Aber sie sind angetreten, um fortschrittlich, transparent und effizient zu regieren. Und derweil seien sie nicht einmal das in Stand. Und die Österreicher haben auch gemäß einen Rückzieher machen. Ein Vaccinus Interruptus, also einen Impfrückzieher, weil sie sind nicht in der Lage, aus vielen technischen und datenschutzrechtlichen Gründen die Impfpflicht, wie sie groß posaunt haben, im Februar durchzuführen, wobei jetzt auch schon in Österreich erste nicht Oppositionspolitiker, sondern auch seriöse, keine Verschwörungstheoretiker und keine Negationisten, sondern Politiker gestandene sagen, vielleicht ist die Impfpflicht echt das Richtige. Wobei ich ein absoluter Impfpflichtbefürworter bin und das wisst ihr. Weil wenn schon, nachher wenn schon. Wie gesagt, die Tageszeitung, also die deutsche Tageszeitung, keine Sicht, keine Pflicht in Sicht mit dem Bundeskanzler Scholzi, der sich da impfen lässt und klar zur Bauchlandung.
Interessant, dass in Pakistan ist die erste Richterin am obersten Gerichtshof ernannt worden, und das ist sicherlich eine gute Nachricht für die Frauen. Schießbefehl und Kritik an Militärhilfe, da geht es um die Unruhen, aber das ist ja kein Problem. Mit Massentests gegen Omikron, Impfpflicht lässt auf sich warten, das ist ein bisschen die zeigen ein bisschen die Schlagzeilen von der Tagesordnung. Ein interessanter Artikel in der Tageszeitung ist gewesen: Havanna wartet auf die WHO. Ob Sie es gewusst, dass Kuba eigene Impfmittel hat? Also Kuba hat die Impfmittel Soberana 02, Soberana Plus und Abdala. Und jetzt, sie haben zwar nicht die richtige Zulassung gekriegt, sie haben eine mexikanische Notzulassung, aber weil Kuba sonst keine Impfdosen kriegt, haben sie mir selber ein paar schnell zusammenbrauen und wie gesagt, die armen Heidrum sonst einmal zum Essen, und bei den Impfdosen müssen sie sich selber behelfen, alle mit Notzulassung. Ja. Ein interessanter Artikel in der Frankfurter Allgemeinen: Sie trauen keinem über 50. In Italien macht die Steuerbehörde Ungeimpfte ausfindig, um Geldbußen zu verhängen. Ja, das ist wie so das Kopfgeld, jetzt ist das Impfgeld. Und wenn da also die Agentur der Einnahmen darauf umgesetzt wird, na, funktioniert es. Weil wir jetzt einfach eine Rechnung machen: Wenn ungefähr 2 Millionen sich impfen lassen taten, 2 Millionen mal 100, na, immerhin. Und deswegen, ich sage, ist das ganz lustig, dass sich die Frankfurter Allgemeine mit dem Thema beschäftigt. Ein interessantes Thema ist auch in der Frankfurter zu sehen. Und zwar, da geht es darum, nicht um die Corona-Taten, sondern um die Suizidversuche für Jugendliche. Und da sagt ein Arzt: Eine dramatische Situation. Laut Studien mehr Suizidversuche von Kindern und Jugendlichen im Frühjahr 2021. Also, seien zum Beispiel im 2020, 22 Suizidversuche gemacht worden, noch eins 2021, also 2020 haben wir 22 Suizidversuche, 2021 sind mehr als 93 Suizidversuche für Kinder und Jugendliche gemacht worden. Vielleicht soll er da um das zu denken geben, aber auch nicht, weil im Endeffekt ist das ja nicht so, ist das ja nicht so tragisch. Ah, die Deutschen haben Probleme mit den Mitarbeitern in Krankenhäusern und so weiter. Und ein interessanter Bericht: Auch Rom, Venedig und Florenz schlagen Alarm, die Hotels schließen. Und Leute zum Beispiel in Rom seien von 1300 circa Hotels, seien 380, fast 400, nicht mehr aufgemacht worden. Und was der Tourismus für die italienische Wirtschaft bedeutet, selber auch ein gezogen. Aber ist auch gleich, dass Omikron die Lieferketten zerlegt. Und ein ganz interessantes Thema im Handelsblatt: Im Schatten von Corona, da geht es um die Krebskranken und welchen Anteil die Krebskranken ausmachen. Und dass Krebs mehr Tote fordert als Covid-19 und dass der Krebs jährlich 250 Millionen Lebensjahr kostet. Aber eben, das ist also das so wichtig. So gab es in Deutschland neben den 112.000 Covid-Todesfällen in den vergangenen beiden Jahren weitere rund 1,9 Millionen Sterbefälle aufgrund anderer Ursachen, darunter an vorderster Stelle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die für ein Drittel aller Sterbefälle verantwortlich sind. Vielleicht kann man da mal nachdenken, aber ist auch nicht so wichtig. Einkaufen bei TikTok wird zum Billionengeschäft. Ja. Das war es eigentlich schon ganz schnell und ganz zackig. Und heute am Abend werden wir die Presseschau von
Mr. Draghi, du bist der Boss. Beobachten und schauen, was er ins Neues sagt. Und vielleicht sagt er uns auch schon etwas Neues, wie es um seine Präsidentenkandidatur steht. Inzwischen wünsche ich einen guten Wochenstart, einen guten Tag. Macht's gut und bleibt wachsam.